einfach weiter mit mir ein Stück. Ausgezeichnete Ware, schöner Fettanteil, Kernfett, hier habe ich alles rausgenommen, damit man hier das Knusprige nachher essen kann. Zur Fülle. Wir haben hier ein paar Ingredienzien. Die ersten Schritte, man braucht ein bisschen Zwiebel, kann ruhig sehr grob geschnitten sein, ein bisschen Knoblauch, kann genauso grob geschnitten sein und ein bisschen Butter. Und dann mit einem 3/4 Liter Milch, jede Art von Milch ist ganz egal, aufgießen und ruhig einmal aufkochen lassen. So hat man beim Zwiebel den ersten Brateffekt und der Knoblauch schmeckt nicht mehr nach Knoblauch, sondern hat nur das Aroma in sich, also man hat keinen Knoblauchfahne daran. So viele. Wir haben Dörrzwetschgen und Dörrmarillen. Klein zusammengeschnitten, braucht nichts fein sein. Kommt einfach einmal hier rein. Zwei Orangen, genauso geschält, bitte das Weiße wegnehmen, weil das wird dann bitter und einfach nur grob auch zusammengeschnitten. Eineinhalb Äpfel, genauso Kerngehäuse raus, weil wir wollen die Fülle nachher essen können. Wenn man sie nicht essen will, wenn es ein Füllfaktor ist, dann kann man das alles auch mit Schale und mit Kerne und sonstigen. Wir wollen es mitessen können. Ihr kriegt auch wieder ein Stück davon auf dem Teller nachher. Dann haben wir gehackte Petersilie, gehackten frischen Majoran. Ganz, ganz wichtig. Die Gans ist außen auch damit gewürzt. Die Gans hat außen bekommen Salz, Pfeffer, Majoran und Beifuß. Beifuß ist ein ganz ein tolles Wildgeflügelkraut. Auch das gehackt und Majoran getrocknet, gerebelt. Man kriegt aus dem frischen Majoran niemals so viel Geschmack raus wie aus dem getrockneten. Ist einfach ein Muss da drinnen auch. Magst du Salz? Nein, nicht ganz reinlernen, einfach mit dem Finger rein. Ja? Und das jetzt ungefähr 8 Mal. 4. So, ein bisschen was haben wir jetzt noch? Das heißt, gießen wir da noch diese Milch, 3/4 Liter Milch, Zwiebel und Knoblauch kurz in Butter angebraten. Wärme von der Milch sieht das Ganze jetzt auch relativ rasch an. Und was man braucht, wir verwenden zu 90% D3 aus leider Gottes aus HACCP-technischen Gründen. Ich würde lieber viel lieber mit frischem Ei arbeiten, aber aufgrund von Salmonellen und sonstigen ist es fast schon vorgeschrieben, dass man pasteurisiertes Ei verwendet. Voll-Ei, also ganzes Ei. 4 Stück reichen vollkommen aus, dann bindet das drinnen auch schon genug. So, jetzt haben wir alles drinnen. Salz. Da hole ich auch nicht zu wenig. Und Beifuß. Legen wir das Ganze um. Und von der anderen Seite auch. Man die Gans massiert und knetet, desto besser schmeckt sie. Und so sind sie ins Rohr gegangen. Als erster eine Stunde bei Dampf oder kochend im Topf, da wascht sich dann hier alles runter. Das kann man dann nachher nochmal wiederholen und dann erst ins Rohr schieben. Dann hat man aber den Geschmack in dem Kochwasser und das kann man verwenden für die Soße. Offen? Ja.
Ja, ich bin jetzt fast eine Stunde bei Dampf drinnen, 100% Feuchtigkeit, umgeschalten auf 180 Grad Hitze, eine weitere halbe Stunde. Ja, das heißt, wir haben eineinhalb Stunden bei 130 Grad Kombi, eine Stunde bei Dampf und dann eine halbe Stunde bei 180 Grad. Da ist jetzt die ganz fast fertig. Also wir brauchen 23 Minuten und dann sind sie schon tranchierbereit. Einer der Beilagen ist natürlich die klassischen Erdäpfelblödel. Ist ein Rezept, trage ich seit 26 Jahren Küche mit mir mit, seit meiner Lehrzeit. Habe ich von meiner Lehrherrin, der Chefin vom Werk der Aluminiumkugel, habe das jetzt immer dabei und ist auch schon seit 6 Jahren hier implementiert beim ganzen Essen. Das sind mehlige Kartoffeln in der Schale gekocht, ausgekühlt, in der Schale dann geschält und gepresst. Der erste Teil, den man braucht. 800 Gramm Nettomasse Erdäpfel gepresst. Netto, ja. Dann haben wir 400 Gramm Mehl, glattes Mehl. Salz und Pfeffer. Wir haben Salz und Pfeffer immer schon gemischt. Da sind 5% Pfeffer im Salz drin und dann haben wir die beste Mischung. Darf man heute ein bisschen intensiver würzen, weil der Kartoffel sehr, sehr, sehr viel aufsaugt. Dann Muskatnuss gerieben. Gut würzen. Das Ganze dann mit den Kartoffeln leicht verarbeiten, sodass man den ersten Teil schon eingearbeitet hat. Zwei ganze Eier und ein Dotter kommen dann dazu. Und 100 Gramm sehr, sehr weiche Butter. Allerwichtigste beim Klöbern ist, dass man den Teig so kurz wie möglich, wie bei einem Mürbteig, verarbeitet. Sonst zerbricht die Stärke in den Kartoffel und das Ganze wird wie Gummi. Jetzt sieht man hier, dass der Teig sehr locker und fluffig ist. Schnell verarbeitet. Das macht nichts, wenn sich jetzt da hier noch ein paar kleine Stücke, das ist einfach der Erdäpfel drinnen, und dann dreht man einfach ohne weitere Zugabe von Mehl oder Stärke oder sonst irgendwas einfach schöne Knödel auf. Die kocht man dann einfach ein, brauchen im Wasser in etwa 20 Minuten und die kann man dann auch eine weitere Stunde in heißem Wasser liegen lassen, bevor man es dann serviert. Das heißt, man kann es sehr, sehr gut vorbereiten. Das Knödel so könnte man auch am Vortag schon so fertig machen und dann sofort in den Kühlschrank und kurz bevor man es ins Wasser geht, dreht man es dann einmal kurz ab und gibt es ins Wasser. Rotkraut. Das sind jetzt in etwa 2,5 Kilo geschnittenes Rotkraut. Das ist ein bisschen mehr, als was wir vielleicht heute brauchen. Das kann man aber jederzeit einfrieren. Da drinnen brauchen wir den Geschmack, Zimtstangen, ich gebe jetzt mal alles da rein, und Sternanis. Dann haben wir drinnen Cranberry-Saft. Ja, Cranberry-Saft. Und Orangensaft. Ganz klassisch, man braucht noch ein bisschen Süße drinnen, sind Preiselbeeren. Zitronensaft, entweder mit der Zitronenpresse auspressen oder mit kräftigen Fingern durch die Finger durchpressen. Dann bleiben die Kerne in den Fingern und man hat es nachher nicht im Essen. Die Zitrone verfärbt jetzt das Rotkraut ein bisschen ins Dunklere. Somit kriegt man auch diese schöne Farbe nachher zusammen. Dann kommt noch dazu Rotwein. Da muss man jetzt nicht den allerteuersten Rotwein nehmen, außer man möchte. Dann schmeckt es genauso gut wie mit einem normalen. Und damit wir noch ein bisschen an Verfeinerung rein haben, gehen wir noch immer dazu. Da braucht man sich jetzt nicht unbedingt die Arbeit abmachen und den vorher schälen, sondern einfach durch eine feine Reibe durchpressen. Für den Ansatz jetzt, damit wir auch zum Rotkraut kommen, brauchen wir Zucker. Lassen wir jetzt ganz kurz hier karamellisieren. Und da ruhig keine Angst haben im Topf. Zucker rein, Temperatur voll auf. Und jetzt können wir dann vielleicht nach und nach einmal da reinschauen. Das fängt jetzt dann langsam an zum Schmelzen. Jetzt fängt es an, langsam den Karamell sich zu bewegen.
jetzt in dem Moment, wo es jetzt anfängt, gleich zu räuchern, jetzt hat der Zucker fast über 300 Grad, also jetzt ist es gefährlich, warten, bis er komplett geschmolzen ist. Wenn man weggeht davon, dann hört er auch besser aus. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Zwiebel reinkommt. Dann stoppt man auf den die Karamellisierung. Der Zucker kriegt sofort, die Zwiebel kriegt sofort hohe Temperatur, lässt seine komplette Flüssigkeit raus und das Karamell wird auch wieder flüssig und geht dann in die ganze Zwiebel komplett hinein. Zum Schluss, wenn das weich geköchelt ist, du musst ganz leicht mit einer 2-10er mit einer Maisstärke abbinden. Da braucht man ungefähr kaltes Wasser, Maisstärke und ungefähr 4-5 Esslöffel, je nachdem wie viel Flüssigkeit man noch hat. Jedes Kraut reagiert ein bisschen anders. Mit Löffel rein, umrühren, dann weiß man ganz genau, wo man ist und dann kommt da eine schöne feste Struktur raus. Gut, auch fertig. Knödel sind gekocht. Rotkraut ist fertig, ganz als im Rohr. Jetzt müsste man noch die Maroni glasieren und dann könnte man schon langsam anfangen, ziemlich viel Fett. Wenn man das Fett abschüttet, wegschüttet es auf die Seite und das Ganze dann mit ein bisschen an Rotwein und an Geflügelfond aus dem Fachhandel, wir haben einen Geflügelfond da, aufgießt und das Ganze dann alles runterputzt und in einen Topf reingibt, dann einmal aufkochen lässt und auch wieder hier mit ganz wenig Maizena kommt man auf diese Struktur vom Saftel, von der Soße. Das schmiegt sich dann schön beim Essen ans ganze Land und dann ist die Soße schon fertig. Ganz, ganz einfach. Geschmack macht alles die Gans. Hier das Fett. Fertig gebracht. Jetzt müssen wir noch zerlegen. Die Gans hat wie jedes Geflügel hinten einen V-Knopf. Das ist am allerwichtigsten, dass man den am Anfang entfernt. Sonst kommt man nachher nicht gescheit einfach rausbrechen. Das ist meistens zu Hause für den Papa. Und das da hinten. Dann drehen wir sich das Ganze zurecht. Wir haben zwei Keulen, zwei Brüste, die wollen wir unten haben. Geht man an der Seite rein. Nimmt mit der Gabel den Knochen weg. Drückt das Ganze nach unten, also den Keulen nach unten und hier sieht man es, wenn man reinschaut, ist der Kugelgelenksknochen. Den müssen wir durchtrennen. Genau hier dazwischen durch. Dann hat man das erste Teil schon. Einmal umdrehen. Bei einer Gans hat man immer vier Portionen. Wenn man es gerecht aufteilen will, zwei Stücke von hier, zwei Stücke von der Brust. Einer hat hier ein bisschen mal einen Nachteil, weil einer kriegt einen schönen langen Knochen und einer kriegt das untere Teil. Dann macht ihr in dem Bereich den Knochen hier einfach durchschneiden. Da habe ich ein Blechstrich. Und dann portioniert man sich das entweder gleich auf dem Teller oder mal vor. Wir werden es nachher nochmal richtig aufheizen, damit es richtig heiß ist dann am Tisch. Von der anderen Seite genau dasselbe. Ich drehe das jetzt mal um. Ich hoffe, ich schaffe das von der Seite. Gehen da runter, bewegen uns wieder zu dem Flügelknochen, drücken das nach unten, da kommt der Kugelknochen raus, zieht das auf die Seite, umdrehen, hier den Knochen suchen. Da ist er. Einmal. Hoppala. Den können wir jetzt mittlerweile rausnehmen. Nicht mehr. Und dann gehen wir schon zur Brust. Auch hier wieder oben am Rückenknochen anfangen. Die Haut einmal lösen. Dann geht man an, das sieht man jetzt von hier schlecht, geht man an der Karkasse oder am Knochen nach unten. Thank you.
Nein, die Flügelknochen durch. Und die Brust runter. Nichts mehr drauf. Das ist noch vom Filet. Das Ganze auf die Seite. Geht hier in der Mitte rein. Schneidet das auseinander. Ein Knochen. Brustteil. Und zweiter Brustteil. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. An der Karkasse entlang. Der V-Knochen ist ja Gott sei Dank schon heraus, sonst wird er jetzt stören. Löst das. Nach unten. Hier Flügelknochen wieder durchschneiden. Richtig drehen. Auseinander schneiden. Eine Portion hier dazu. Und ein Flügelknochen hier dazu. Das sind vier Portionen. Kasse. Jetzt haben wir natürlich noch was ganz was Feines da drinnen. Da nimmt man sich da die Haut runter. Falls irgendwo was runterfallen sollte, kann man das jetzt noch hier verwenden, drauflegen. Wenn man hier in den zur Fülle möchte, entweder wenn man Hitze unempfindlich ist, die Kasse einfach aufbrechen. Fülle raus, rollen lassen. Kasse in einen Topf mit kaltem Wasser aufgießen. Und am nächsten Tag ganze Suppe machen. Einfach in Stücke schneiden. Wer möchte sich an eine Gans wagen? Suppe draus machen.